Dinge, die vorgehen, ein bisschen durchleuchtet, wo kommen sie her? Und am Ende des Tages, glaube ich, dürfen wir uns jetzt die Frage stellen, wo geht es hin oder wo kann es hingehen? Mhm. Was können wir dazu beitragen, das, was irgendwo in eine bessere Richtung bewegt, vor allen Dingen auch das Thema mit der Instrumentalisierung von unseren Kindern in diesen Organisationen. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind wir ja da in der Eigenverantwortung als Eltern, also ich glaube, ich bin unmittelbar betroffen, ich darf mich so nennen, meine sind 6 und 8 Jahren, da selbst aktiv zu werden und aufzustehen. Und ja, welche Ideen gibt es und sind wir so wehrlos, wie wir uns im Moment darstellen? Margret, darf ich dir zuerst das Wort geben? Also ich glaube nicht, dass wir so wehrlos sind, wie wir uns im Moment darstellen. Und das, was Hoffnung gibt, ist, dass immer mehr Menschen aufwachen und sich auch dagegen wehren. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und das Ganze wirklich publik machen. Weil das war ja genau jetzt das Problem, warum konnten sie das alles machen und wir wurden dann einfach von den ganzen Dingen überrannt, weil wir es einfach nicht wussten. Und darum ist es jetzt so wichtig, dass es eben solche Veranstaltungen gibt, dass man darüber spricht, dass man die Menschen darauf aufmerksam macht. Also dieser Tabubruch, der am Ende des Tages ja gar kein Tabuthema ist, weil ich glaube, wir sind noch nie in einer Gesellschaft gewesen, die derartig voller Sex ist, können wir so sagen. Wir haben es halt schon mal gehört, Sex Sales. Und ich glaube, es ist gar kein Tabu, es ist da und ich glaube, es gehört einfach die Kinder entsprechend vermittelt, dass am Ende des Tages wir eine wertvolle Gesellschaft haben. Und da gibt es ja Lösungsansätze, Ideen und schon umgesetzte Projekte. Und da darf ich zu dir schauen, Leni. Mhm, ja. Wir haben uns irgendwie gedacht, was können wir tun, damit die, nicht nur, dass die Vereine, die externen Vereine ferngehalten werden, sondern dass auch dieses erste Recht, dass diese heilige Pflicht, würde ich sie nennen, der Eltern, dass sie die Ersten sind, die diese Sexualaufklärung machen. Aus verschiedensten Gründen ist das wichtig, dass die Eltern die Ersten sind. Und wir haben eben mit Hilfe von lauter Mitarbeitern und Fachleuten haben wir eben die Wunderkunde erstellt, die es da eben draußen auch zu kaufen gibt. Das ist ein Aufklärungsmaterial für die besonders ideale 3., 4. Klasse Volksschule. Es kann aber auch in der etwas älter verwendet werden, wenn man auch das nachholen möchte. Und das ist eine Bastelmappe, wo man mit seinem Kind ins Gespräch kommt und wo das Kind durch das Basteln bestens biologisch aufgeklärt wird. Und wir haben auch gleichzeitig Missbrauchsprävention hineingepackt, damit eben auch diese Vereine abgehalten werden. Und das Material kann auch in der Schule verwendet werden. Also es ist sowohl für die Eltern zu Hause, was eben unsere Strategie ist, dass die Eltern die Ersten sind, dann wird vieles abprallen, so glauben wir, was von außen an die Kinder kommt. Weil wir können unsere Kinder nicht vor allem schützen. Also entweder wir setzen uns dafür ein, dass in der Schule wirklich nur reine biologische Aufklärung gemacht wird. Wenn das gelingt, dann ist es perfekt. Aber nachdem das im Moment schwer möglich ist, politisch gesehen, sind wir eben der Meinung, dass man sein Kind am besten schützen kann, indem man es selbst aufklärt. Genau, der Kinderschutz, und du hast das gerade das magische Wort erwähnt, was ist politisch möglich? Unmöglich ist es nicht. Also wir von der MFG haben ja die politische Aktion gestartet und haben ja einiges schon im Landtag dazu eingebracht, einen Initiativantrag genau mit diesen Forderungen, diese Art und Weise der Sexualpädagogik zu stoppen, mal die ganzen Materialien zu evaluieren, was die Vereine machen, das auf einen Nenner zu bringen und dann wirklich auch in der Volksschule diese Aufklärung genau mit dem netten Material, das du hast, auf die biologischen Funktionen zu beschränken, weil ich glaube, das sind auch die Dinge, die für Kinder in der Art und Weise sicher greifbar sind, die sie verstehen, und für die komplette emotionale Entwicklung ist es natürlich notwendig, da den Familienverband mit hineinzunehmen. Und ja, wir sind jetzt gerade bei dem Thema Veranstaltungen, aufklären, 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 und das ist ja das Interessante, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und ich habe jetzt gerade die Freude gehabt, eine nette Dame da herinnen kennenzulernen, die aus dem Fach ist, die höchstwahrscheinlich aus dem Grund heute da ist. Das ist die Elisabeth, sie ist Sexologin und wir haben uns jetzt ganz spontan dazu entschieden, dass sie direkt aus dem Nähkästchen plaudern wird. Das
glaube ich, passt da heute ganz, ganz gut zum Thema. Und ich würde Sie heute gleich auf die Bühne bitten. Wir haben einen Stuhlträger engagiert, wunderbar, der Sie, darf dich herzlich willkommen heißen. Danke für deine Spontanität. Danke, Elisabeth. Genau. Und ein Handmikro, herzlichen Dank. Genau, weil ich glaube, die Möglichkeit darf man nutzen und so spontan darf man sein. Und wir haben uns gerade in der Pause ganz, ganz nett unterhalten. Du bist im Raum Oberösterreich tätig als Sexologin. Du darfst dich ganz kurz selber vorstellen. Und wir sind thematisch auf einer Wellenlänge. Nicht jetzt nur massiv weiblich vertreten da herum, Sie gekommen. Der Christian ist froh, dass er, genau, er hat den Online-Abstand, den heute ein. Danke, Elisabeth. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen müde ausschaue, ich bin seit 4 Uhr wach, habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt auf der Bühne sitze, aber mein Name ist Mursch Elisabeth, ich bin Sexologin, habe meine Praxis in Neuhofen und Sexualaufklärung gelernt. Ich war in Schulen, ich weiß ganz genau, was dort unterrichtet wird. Also ich hab Einblick gehabt, ja, in verschiedene Ausbildungsrichtungen. Also es, wie schon gesagt, es gibt gute und weniger gute Inhalte, die dort vermittelt werden. Und ich habe ganz viele Anfragen von Lehrern, von Direktoren, die immer wieder sagen, ich habe gehört, du machst Sexualaufklärung und kommst du mal zu uns in die Schule, weil wir haben da gerade keinen und machst du Workshops und wie schaut das bei dir aus? Und ich sage, ja, ich kann kommen und ich kann auch Workshops machen, aber ich tue es nicht. Und aus genau diesem Grund, weil ich gesagt habe, ich meine, ich mache jetzt nicht unbedingt Werbung für meine Kollegen, die Workshops an Schulen abhalten und die auch gute Workshops abhalten, das muss man auch sagen, es gibt nicht immer nur die Negativbeispiele, die leider sehr groß vertreten sind. Aber ich mache es deswegen nicht, weil ich drauf gekommen bin, die, was wirklich Aufklärung betreiben sollen, das sind die Eltern. Und das ist halt schon mehrmals gefallen. Und die Schwierigkeit ist, die Schwierigkeit, die da ist, warum die Eltern sich nicht drüber trauen, ist der Grund, weil sie selbst oft wenig Ahnung haben, weil selbst wenig Wissen vermittelt ist, weil sie gar nicht so den Zugang haben, was sage ich, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie viel muss ich sagen, lassen wir es das der Schule machen. Ja? Weil die werden schon wissen, wie es tun. Und das wird so abgeschoben. Und ich finde, das muss wieder dorthin kommen, wo es hingehört, nämlich heim. Und ich finde Schule einen guten Teil, dass die auch abdecken können, wenn ich was mache, also das sind dann keine Workshops für die Kinder, sondern ich mache Workshops für die Pädagogen. Und ganz einzig aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, dass Aufklärung nicht ein punktuelles Ereignis ist, dass man sagen, so, heute sitzen wir sie hin, heute ist der 29. November und wir reden jetzt über Sex und wir reden jetzt über Verhütung und wir reden über Menstruation, weil es kann ja sein, wenn du jetzt 8 bist, dass das in die nächsten 7 Jahre eintritt, was ja auch der Zeitraum ist, zwischen 9 und 16, dass das passieren kann. Da überfordern wir ganz, ganz viele, weil für manche ist das mit 9 wirklich schon Thema, dass sie sagen, ich habe meine Menstruation gekriegt, andere eben erst mit 16. Die einen interessiert es, die anderen nicht, die anderen überfordert man, die anderen sind gelangweilt und das, was sie wirklich wissen wollen, erfahren sie nicht. Weil die Zeit, so ehrlich muss man sein, in einem 2-3-Stunden-Workshop einfach nicht gegeben ist. Wenn ich aber jetzt eine geschulte Pädagogin und ein geschulter Pädagoge bin und die Fragen aufgreifen kann zu dem Zeitpunkt, wo sie gestellt werden, die Fragen, wo die Jugendlichen und die Kinder einfach wissen, da kann ich hingehen, da kriege ich Informationen, die brauchbar sind, mit denen ich was anfangen kann, die einen Bezug zu meinem Körper haben, dann macht es Sinn. Aber diese Pädagogen muss man schulen und die müssen sich drüber trauen. Ja? Und wenn sich die Eltern schon nicht trauen und die Pädagogen nicht trauen, na, wer macht es denn dann? Niemand. Und dann muss man das in so Workshops machen, weil dann haben wir unsere Kinder aufgeklärt und dann sind wir, ach so toll und so super, weil jetzt wissen die alles. Nein, in Wahrheit, so wie wir heute schon gehört haben, wir richten so viel Schaden an, so viel Schaden. Ich bin tätig bei der Jugendfeuerwehr, beim Bogensportverein bin ich im Jugendtraining immer wieder dabei und ich merke einfach, wie die Jugendlichen verunsichert sind, wie viele Fragen das haben und wie dankbar sie immer wieder zu mir kommen und sagen, endlich kann ich dir was fragen oder kannst du mir das beantworten, aber das sind Einzelgespräche und die kommen dann, wenn es interessiert, genau das Thema zum richtigen Zeitpunkt. Und Verhütung hat in einer
in einer Klasse, wo 8-Jährige drin sitzen, sind nichts verloren, genauso wie ein Kondom überziehen, weil welches 8-jährige Kind hat Geschlechtsverkehr? Ja. Hoffentlich nicht. Ja. Genau. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, es gibt Lichtblick. Ja? Also ich hab, das, was ihr halt da herum geredet habt, so, das ist wirklich traurig und man kriegt irgendwie das Gefühl, das ist so aussichtslos. Ja? Aber wenn ich merke, wie viele verwirrte Menschen da draußen herumlaufen, die sagen, ich habe keine Ahnung und ich möchte aber unseren Kindern was Gutes mitgeben, und so viele Lehrer, die sagen, wir wollen endlich was Gutes auf die Beine stellen, wir suchen nach Möglichkeiten, dann finde ich, müssen wir endlich dran sein, diese Möglichkeiten zu schaffen und das Angebot in die Welt zu tragen. Und das ist wirklich das Angebot für Eltern, Aufklärung und Information weiterzugeben, sie über die sexuelle Entwicklung von Kindern aufzuklären und Pädagogen das Handwerkzeug zu geben, über das ganze Jahr, über die ganze Schulzeit hinweg die Kinder zu begleiten und da diese Aufklärung zu betreiben und nicht punktuell, sondern als gutes Vorbild, so wie sie sind, so wie sie als Lehrer, als Personen wirken, Vorbilder zu sein. Und das möchte ich Ihnen alle da mitgeben. Ihr, jeder Einzelne, so wie ihr da sitzt, seid Vorbilder. Und wenn ihr gut in eurem Körper seid, wenn ihr euch gut wohlfühlt mit euch selbst, wenn ihr sagt, hey, der Mann, die Frau, die ich bin, ja, so fühle ich mich gut und ich bringe das zum Ausdruck, was ich mache, ich bin einfach gut bei mir daheim, dann seid ihr die besten Vorbilder und dann ist das die beste Sexualaufklärung, die ihr liefern könnt. Und wenn ihr dann zusätzlich auch noch die Fragen aufgreift, die die Kinder an euch stellen, wurscht, ob das eure eigenen Kinder sind, ob das Enkelkinder sind, Nachbarskinder, wo auch immer ihr mit Kindern zu tun habt und ihr ehrlich das aufgreift und den Raum aufmacht, dass man mit euch drüber reden kann, dann kann es nur in eine gute Richtung gehen. Mhm. Danke. Danke, Elisabeth. Der Christian nickt mit dem Kopf. Du hast da einen Input dazu, soweit ich das jetzt mitkriege. Ich glaube, du bejahst das jetzt aus deiner Seite zumindest einmal das Statement. Ja, total. Absolut d'accord. Was mir vielleicht nochmal wichtig ist zu ergänzen, ist Aufklärung beziehungsweise sexuelle Entwicklung findet ja nicht nur bis zu einem bestimmten Alter statt. Also letzten Endes ist unsere Sexualität ein lebenslanger Prozess. Und es wäre schön, wenn man sich so gut fühlt, wie gerade gesagt wird, damit man das dann weitergeben kann. Aber es gibt ja manche Menschen, und ich vermute mal in unserer Gesellschaft und in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir in dieser Gesellschaft existieren, jetzt nicht unbedingt, ja, nicht alle, die sich so wohlfühlen in ihrer Sexualität. Also da stellt sich für mich schon nochmal die Frage, inwieweit kann man Menschen helfen, die, ja, die sogenannte Aufklärungsphase oder Entwicklungsphase sogenannt abgeschlossen haben, aber sich überhaupt nicht abgeschlossen fühlen in dem Bereich und das Gefühl haben, sie haben keine lustvolle Beziehung, sie haben keine langfristigen Beziehungen, sie haben nichts Tragfähiges, sie haben keine Bindungen, die ihnen gut tun. Sie merken, dass das vielleicht auch schon mit Krankheitssymptomen zu tun hat. Also ich finde, das gehört ganz wichtig auch genannt, dass es da auch Hilfen gibt. Aus dem, ich sage jetzt mal, aus der psychologischen Welt, aus der psychologischen Unterstützung, Psychotherapie, die leider in unserer Gesellschaft immer noch verpönt ist, ein Machwerk meines Erachtens einer mechanistischen Medizin und Psychologie, die von Psychologie nicht viel hält, ist als Nebenphänomen, das man nicht als so wichtig sehen muss, abtut, aber in Wirklichkeit ein fundamentaler Lebensbereich, unsere psychosoziale Welt. Und da wünsche ich mir eine neue Medizin, die sich ganz besonders um diesen Bereich kümmert und eben jenen Menschen hilft, die vielleicht nicht so gut dastehen mit ihren Beziehungen und Sexualität und Bindungserfahrungen und die eben auch dann nicht gute Vorbilder sind. Und da müssen wir hin, oder? Die Frage ist ja auch, wenn wir das jetzt an die Eltern wieder zurückgeben wollen und wenn wir uns jetzt bemühen wollen, sozusagen raus aus diesen manipulativen Sexualoffensiven, die da stattfinden, hinein wieder in die Familie, hinein in die Bindungsorte, wo Kinder aufwachsen, dann muss man sich natürlich schon fairerweise die Frage stellen, sind diese Orte so gesund? Und da gibt es natürlich auch Familien, die nicht gesund sind und die auch ihre Sexualität nicht mehr gesund leben können, weil sie zu viel arbeiten, weil sie keine Zeit mehr haben, weil Sexualität zwischen Tür und Angel stattfindet.
weil sie neurotisch sind und so weiter und so fort. Also deswegen denke ich, es braucht ein Bewusstsein, wenn wir jetzt sozusagen in die positive Richtung gehen, jetzt in diesem Abschnitt des Talks, dass man auch eine Sensibilisierung dafür schafft, hey, es gibt Hilfen, es gibt Möglichkeiten aus der psychosozialen Ecke, die auch von Erwachsenen in Anspruch genommen werden können, um gesünder, ganzheitlich gesünder leben zu können und damit Vorbild sein zu können für die Kinder. Und ich glaube, das ist ja der Grundstock auch von deiner Idee oder von deinem Projekt, Leni, das ja schon seit, also du hast mir es jetzt auch gesagt, das wird ja auch überregional genutzt, dein Material, wirklich auch den, ja, der Bevölkerung, so wie wir es jetzt in der ersten Runde gehabt haben, diese Hilflosigkeit aus diesem Loch, die Leute rausholen, ihnen wieder den Mut zu geben, ihnen auch das Werkzeug in die Hand zu geben, wie man das Ganze umsetzt. Und ich glaube, dass die wenigsten Eltern da nicht in der Lage sind, diesen Diskurs anzutreten mit dem Kind, weil das ist ja das Thema, was wir in der Gesellschaft generell haben. Es wird nicht über alles gesprochen und kannst ja nicht sagen und diese Dinge, es ist uns ja eingebläut worden, damit wir dann das Ganze wieder ein bisschen ins Lachen kriegen. Ich glaube, wir haben da schon auch die Möglichkeit, etwas Positives zu verändern mit dem, was geboten wird. Und dann auch direkt in den Familien die Veränderungen zu sehen. Da darf ich jetzt auch in deine Richtung schauen. Du bist wahrscheinlich, das ist aber immer irgendwie so das Thema, wenn man im Krankenhaus sitzt, kennt man nur Kranke. Du bist jetzt mit leider ganz viel Problemfamilien konfrontiert, aber es wird doch auch immer so den Umschwung geben, aha, da wird es besser. Ja, man kann da eingreifen und man kann wirklich, das ist jedes Mal wunderschön, wenn man merkt in dem ganzen Prozess, auch wenn die Dinge schon bei Gericht sind, ja, wenn man wirklich daran arbeitet und wenn man es schafft, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man merkt, es kommt eine Bewegung hinein und dass oft die sich zuerst ganz feindlich gegenübergestanden sind, dass die dann sagen, naja, eigentlich sollte man uns das lieber unter uns ausmachen, weil sie merken, wir sind bei Gericht völlig festgefahren, kostet extrem viel, aber wir kommen nicht weiter. Und das ist dann oft der Knackpunkt, wo man die Leute dann wirklich erwischen kann und sagen, na gut, dann setzen wir uns einmal zusammen und probieren wir es anders. Und was ich nur sagen wollte, ja, zu dem Thema eben mit der Sexualisierung etc., was mir bei dem ganzen Thema extrem fehlt, das ist die emotionale Seite, die aber so wichtig ist, die ja zu der ganzen Sexualität dazugehört, weil die Kinder... Und das ist natürlich durch die Vorbilder der Erwachsenen, die haben ja das Gefühl, das ist alles irgendwie kommerzialisiert. Mhm. Oder wo Mädchen sagen, naja, das ist jetzt der erste Freund, mit dem muss ich schlafen, wenn ich das nicht tue, dann holt er sich eine andere. Ja gut, dann müsste das Mädchen soweit sein, wenn ich für den nicht wirklich Gefühle habe, ja, dass ich dann hergehe und sage, na gut, dann holt er sich eine andere. Und was soll's? Also dieses ganze Thema emotional und Liebe, das bleibt eigentlich bei dem komplett auf der Strecke. Und das sollte, für mich gehört Liebe zur Sexualität dazu. Und das ist das, was da auch so auf der Strecke bleibt. Es werden ihnen die ganzen mechanischen Dinge beigebracht, aber nicht, das mache ich erst, wenn ich emotional etwas für den empfinde, für denjenigen, ja? Dann, weil dann ist es auch ein schönes Erlebnis und dann kann ich das auch genießen. Aber wenn das nur eine mechanische Geschichte ist, und das ist das Problem, dass den Kindern das irgendwie so vermittelt wird, weil wenn wir uns diese ganzen Videos zum Beispiel, das ist schrecklich, was Kinder da oft sehen, was sie untereinander teilen, zum Teil in den WhatsApp-Gruppen, ja, wo ich auch damit konfrontiert bin, ja, wo der 15-Jährige, die haben WhatsApp-Gruppen, wo es wirklich um Kinderpornografie geht und das Jugendamt weiß Bescheid darüber und die sagen, naja, das ist halt so jetzt, die machen das bis 1, 2 Uhr früh und der Vater schaut sich das mit an zum Beispiel. Mhm. Also das ist entsetzlich. Ja, mit 15, das ist eh dann noch eigentlich spät, weil die meisten haben so naja, der hat Jahr, der hat eh früher begonnen. Ja, ja, freilich, aber der hat eh früher begonnen und darum sind wir jetzt dann so weit, vor allen Dingen, wo jeder sagt, ich meine, das ist reine Kinderpornografie. Ich meine, eigentlich würde das schon unter den Strafparagrafen fallen, ja. Und Jugendamt, die machen die Augen zu, die sagen, ja, pff, ist so. Und das ist aber eine Katastrophe. Entschuldigung, dass ich da ganz kurz unterbreche. Das ist ein super Beispiel für Materialismus, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Also, dass
das Warme, das Immaterielle, das Nichtstoffliche, das Gefühlige, das Soziale, das Intuitive, das Unbewusste, das sind alles Aspekte, die zu einem so wesentlichen Bereich unseres Lebens gehören und so abgespalten werden von dem derzeitigen Kultursystem, in dem wir uns befinden. Und Sie haben das gerade wunderbar gesagt mit dem, es geht nur um Mechanisches, es geht im Prinzip nur um Technik, es geht um Digitalisierung, es geht um Sexualität im Netz, es geht um Aspekte, die so weit weg sind von jeder Form von Natürlichkeit. Und ich habe das in den letzten 3 Jahren eben so in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, wenn ihr das natürliche Immunsystem, also das, was den Menschen betrifft, die Natur betrifft, nicht in den Mittelpunkt von Pandemiemaßnahmen stellt, sondern die Impfung im Gegensatz als technische Errungenschaft in den Mittelpunkt stellt, dann sind wir in einer völlig falschen Welt. Das ist Materialismus, Mechanizismus, ist genau das, was wir jetzt gerade gehört haben. Und das ist in allen unseren Bereichen. Es gibt keinen Bereich unserer Gesellschaft, der nicht überzogen ist von dieser unglaublich mechanischen, materiellen Seite. Also es geht da wirklich um ein so fundamentales Problem, in dem wir uns eigentlich bewegen, das in allen Bereichen deutlich wird. Jeder Bereich krankt daran. Und ich bin Mediziner, ich kenne mich in der Medizinphilosophie sehr gut aus. Und ich kann nur sagen, diese Form der Herangehensweise an den Menschen nur als Körper zu sehen, ihn letzten Endes zu einer Maschine zu degradieren, ihn zu dehumanisieren, das ist tödlich. Wir haben es in den letzten 3 Jahren gesehen. Diese Medizin, die da draußen ist, in ihren großen Klinikkomplexen, wo wir nur wie Körper behandelt werden, ist eine tödliche Medizin. Ich sage das genau in dieser Form. Das haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen. Ich bin ruhig. Genau. Zum Thema Generation Smartphone wurde jetzt ganz kurz angesprochen. Leni, du hast da so deine Berichte von den verschiedenen Eltern. Wie werden wir dieser Materie, also Herr werden wir nicht werden, weil also ich habe sie jetzt kürzlich bei meinem eigenen Kind erlebt, mit 8 Jahren ist er in der Volksschule angesprochen worden, er hätte kein Leben, weil er kein Smartphone hat. Mhm. Er hat sich gut gewehrt, er hat ein super Leben. Themen, mit denen wir auch konfrontiert sind, also diese Dinge, die dir auch zugetragen werden, wie das auf Kinder wirkt. Ja, absolut. Also ich bin ja immer erstaunt, also wie gutgläubig Eltern ihren wirklich kleinen Kindern Smartphones in die Hand drücken. Und was wir wirklich ganz dringend bräuchten, ist am ersten Elternabend in der ersten Klasse Volksschule eine wirklich gute Hinführung für Eltern, was es bedeutet, wenn sie ihrem Kind eben ein Smartphone in die Hand, was das bedeutet, was es wirklich bedeutet, dass man auch ein Kinderschutzprogramm gute hat und dass man den Eltern auch Ratschläge gibt, in der Nacht dürfen sie eben nicht das Handy, was ich, da gibt es lauter Ratschläge, die man, ganz einfache Sachen, die man den Eltern gut sagen könnte, weil es ist jetzt gerade schon gefallen, dass das Durchschnittsalter für den ersten pornografischen Kontakt ist 8 oder 9 Jahre. Und auch wenn man sein Kind kein Handy in die Hand gibt, wenn man selber das noch irgendwie schafft, ja, dann wird das sicher am Schulhof sehen beim Freund. Und dieses ganze Thema, was über die Medien läuft, also nicht nur Pornografie, sondern auch Sexting und diese ganzen Nachrichten und was da alles abgeht, das ist erschreckend. Und das hat natürlich ganz viel auch mit dem Thema Kinderpornografie zu tun. Pädophilie und so weiter, das schließt hier dann der Kreis. Ich glaube, Elisabeth, da darf ich ganz kurz, weil das kannst du direkt aus der Erfahrung berichten, was sind da die tatsächlichen Einwirkungen oder wo fängt es wirklich, also wenn man jetzt denkt, nächstes Jahr, also heuer sind wir noch voll beim Christkindl und nächstes Jahr haben wir dann Porno am Handy, also das wäre ein starker Schwung. Das wäre ein starker Schwung, aber ich glaube, bevor, wenn wir von Handys reden, was wir den Kindern überlassen und Tablets, dann fangen wir wesentlich früher an und das ist mit 2 Jahren. Weil wenn wir in ein Restaurant schauen oder irgendwo im Park oder so, dann sieht man kleine Kinder in Kinderwegen sitzen oder am Tisch in dem Kinderhochstuhl. Und damit die Eltern annähernd irgendwie ruhige Zeit zum Essen haben, was in Wahrheit eh nicht ruhig ist, weil es trotzdem stressig ist, weil ständig dieses und dann keine Ahnung, was sie da machen, das ist nicht kindgerecht. Und wenn ich nicht in der Lage bin, dass ich mit meinem Kind in ein Restaurant gehe und das aushalte, dass es einfach Kind ist, laut ist, neugierig ist, vielleicht ein Essen am Boden schmeißt, kommt davon, wie alt das Kind ist. Ja. Aber wenn wir die Kinder ständig schon lernen, sie zu bespaßen, sich eigentlich nicht zu spüren, ja,
da fängt es eigentlich schon an. Mhm. Und es gibt 2-, 3-jährige Kinder, die ihre eigenen Tablets, ihre eigenen iPhones und ihre eigenen Fernseher in den Kinderzimmern haben, die mit Dauerbeschallung einschlafen. Na, wie sollen sie die denn spüren? Ja? Und da stellt sich mit 8 dann eh schon gar nicht mehr die Frage, ob ich ein Handy kriege oder nicht, weil die haben ja eh schon das dritte. Also, und das ist jetzt nicht irgendwo weit hergeholt, das ist Tatsache. Und ich glaube, jeder, der irgendwo rausgeht und sich in unserer Gesellschaft bewegt, bekommt das mehrmals täglich zum Sehen. Da gibt es ja zumindest ein paar Länder, die da Vorreiter sind, die zumindest den Verbot in Schulen fordern, weil das ist ja auch tatsächlich evident bewiesen, dass allein eine Stunde Bildschirmzeit am Tag die kognitive Entwicklung so massiv einschränkt, dass wir am Ende des Tages jetzt vor dieser Gesellschaft stehen, die ja großen Teil oder ein großer Teil kann ja nicht sinnerfassend lesen und schreiben. Da wirst du wahrscheinlich auch massive Erfahrungen haben. Auch das Thema Sucht wird sicher in den Familien ganz häufig ein Thema sein und möglicherweise auch noch zunehmen. Und vor so allen Dingen in den, also von den Eltern her ein Riesenproblem ist, dass die Eltern einfach nicht mehr konsequent den Kindern gegenüber sein können. Das ist das nächste Problem. Wenn ich sage Nein, dann ist das Nein und dann hat das Kind das zu akzeptieren. Und dann hat das Kind, fühlt sich auch beschützt. Ja? Nur wenn ich das Kind machen lasse, was es will, ihm überhaupt keine Grenzen setze. Und ich bin da immer damit konfrontiert, dass ich dann höre, naja, aber das haben ja alle und mein Kind hat das nicht. Sage ich, ja, und wo ist das Problem? Alle anderen haben die Probleme. Wollen Sie dasselbe Problem mit Ihrem Kind haben? Oder sagen Sie schlicht einmal Nein. Und die, die es dann wirklich umsetzen, kommen dann und sind zum Teil ganz glücklich und sagen, das ist wirklich ein toller Erfolg. Ja, das stimmt. Und wenn man das so macht, hat man viel weniger Probleme und das ist mit dem Handy so und das ist mit allen Dingen so. Weil bei meinem Sohn, wenn der vorsichtig gekommen ist, ja, alle haben das. Ich habe dann einfach oft so salopp gesagt, ja, springen alle in die Donau, springst du mit? Nein, natürlich nicht. Und Kinder akzeptieren das dann. Aber es ist natürlich die Problematik, wenn ich wenig Zeit habe oder nicht so belastbar bin oder heute nicht so viel Lust habe, ja, dann gehe ich natürlich her. Das ist einfacher, also ich setze mich mit dem Kind auseinander, erkläre ihm das und bleibe konsequent dabei. Weil was heißt Erziehung? Erziehung ist Konsequenz, da reden wir nicht von Strenge. Und natürlich auch Vorleben. Und wenn ich aber selber da sitze und nur ununterbrochen am Handy herumtue, naja, was sieht das Kind? Warum soll ich dann das nicht machen? Aber die Eltern gehören in der Erziehungsfähigkeit wirklich gestärkt. Weil ich kann auch nicht Dreijährige fragen, was willst du heute anziehen? Entschuldigung, wie soll der Dreijährige das? Ja, aber das sind aber wirklich die Probleme. Es ist unfassbar. Und wenn wir dann von emotionaler Kälte reden und Bindung, die nicht mehr wirklich stattfindet oder immer weniger wird, naja, wenn man aber schaut, da sitzt jemand da, schaut aufs Handy und das Kind springt schon zum 20. Mal hin und her, Mama, Papa, hallo, Mama, Papa. Und die reagieren und sagen, ja, eh gleich, ja, eh dann gleich. Da passiert nichts. Ja? Und dass die Kinder immer auffälliger und aktiver werden, sie müssen, weil wir sie nicht wahrnehmen. Und das ist genau ja das Thema. Ja? Also ich habe so ein für mich erschütterndes Beispiel gesehen. Also in Wien, da gibt es diese tolle Privatschule im 1. Bezirk. Und da stehen immer die Mütter heraus und holen ihre Kinder ab. Und dann holt eine Mutter, also die Kleine wird gewesen sein, ist ja eben Volksschule, und die Mutter hat das Handy und schaut nur aufs Handy. Und das war ein langer Weg, also über den Hof hin. Die hat ständig so die Mutter gezogen. Die Mutter hat nicht einmal reagiert, die hat nur aufs Handy geschaut, weil am liebsten wäre er hingegangen und hätte gesagt, sie, ich meine, Entschuldigung, ich glaube, ihr Kind kommt aus der Schule und wir wissen, die wollen erzählen, du, das haben wir gemacht, das haben wir gelernt. Die hat das Kind völlig ignoriert, die Kleine hat ständig versucht, um Aufmerksamkeit gebettelt, nichts. Es ist keine Reaktion von der Mutter gekommen und das finde ich erschütternd. Ja. Solche Kinder leiden dann am sogenannten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Genau. Die Medizin ist so dämlich, dass sie diesem sogar noch den Grund als Diagnose gibt. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Im Endeffekt geht es darum, dass die Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber für mich stellt sich die Frage, bitte ganz, ganz wesentlich, warum macht das die Mutter?
Wir stellen uns viel zu selten die Frage, was ist eigentlich los mit unserer Gesellschaft? Wie kann es sein, dass eine Mutter ihr Kind abholt und dann am Handy ist und dem Kind die Beziehung nicht gibt? Ich würde doch dort an allererster Stelle hinschauen. Es geht für meine Begriffe nicht, ich sage jetzt nicht einfach nur, das wäre vielleicht unfair, aber um ein Erziehungsproblem. Es geht um ein Lebensproblem. Die Leute leben nicht mehr. Die Leute haben Bedeutung und Sinn verloren. Sowas, wenn sie sowas erzählen von so einer Mutter, dann muss ich mir auch die Frage stellen, wer ist das eigentlich? Die muss ich doch ins Interview nehmen, die müssen ein Gespräch mit ihr führen und mal fragen, was geht eigentlich mit ihnen vor? Was ist eigentlich, was sind ihre Werte, was ist der Sinn, was sind ihre Bedeutungszusammenhänge? Warum leben sie eigentlich? Für was leben sie, wenn sie so unterwegs sind? Nicht mit Vorwurf, einfach mal mit einer Frage. Und diese Frage muss sich diese Person grundlegend stellen. Und das ist meines Erachtens ein Hinweis für unsere Gesellschaft. Wir müssen uns grundlegend unglaublich viele Fragen stellen. Und das sind ja nicht einmal die, die hier in dem Saal sitzen. Die, die hier in dem Saal sitzen, die stellen sich ja wahrscheinlich eh die Frage, weil sie hierher kommen. Aber die vielen Leute da draußen, die stellen sich nicht die Frage. Und das ist für meine Begriffe das Grundproblem unserer derzeitigen Lebens- oder Kultursituation, in der wir uns befinden. Das ist so etwas, nur ein Beispiel, dass sie sagen, da muss man sich fragen, wer ist dieser Mensch? Und dieser Mensch muss sich selber fragen, wer bin ich? Und da muss darauf aufmerksam gemacht werden, was da los ist mit dieser Person. Das passiert alles nicht. Das ist alles automatisiert und eh wurscht. Und das ist es überhaupt nicht. Das ist der Beginn des Elends in der nächsten Generation. Es ist der Beginn des Elends in der nächsten Generation, weil dieses Kind, das diese Aufmerksamkeit von der Mutter nicht bekommt, wenn es abgeholt wird, wird ähnlich werden wie die Mutter. Keine Chance. Ohne Psychotherapie keine Chance, dass sich daraus eine andere Lebensform, eine bedeutungsvollere, sinnvollere Lebensform herausbildet. Nicht möglich. Was das Kind nicht lernt, wird es nicht lernen, wenn es nicht eine, ja, wie gesagt, therapeutische Hilfe dann irgendwann mal bekommt. Ja, das ist das Thema Vorbildwirkung. Ich glaube, für das sind wir da, als Vorbilder zu wirken. Modell. Es geht gar nicht nur ums Vorbild. Es ist das Lebensmodell. Wir leben unseren Kindern ein Lebensmodell vor. Und wir haben das nicht mehr hinterfragt, das Lebensmodell. Wir nehmen es von einer Generation in die nächste. Und ich glaube, wir müssen fundamental uns die Frage stellen, was sind eigentlich unsere Werte? Was ist der Sinn unseres Lebens? Um was geht es eigentlich? Ich glaube, die wir heute da sind, haben das eh ein paar Mal gemacht und dann ist der Wind halt der Gegenwind. Ich glaube, Leni, du bist ja schon so lange jetzt aktiv und jetzt hauptehrenamtlich aktiv in dieser Aufklärung. Der Wind ist rau, kann man so sagen, oder? Du wirst deine Erlebnisse gemacht haben über Jahre hinweg. Du hast da gesagt, am Anfang waren einige Familien, die dann aufgrund dieser Tätigkeit dann auch gesagt haben, ich muss mich zurückziehen, ich halte das nicht aus. Also diese aufklärerische Tätigkeit und dieser Widerstand hat auch Veto. Ja, es ist rau und es wird immer rauer. Und ja, ich kann nur sagen, es wird auch für unsere Kinder immer rauer. Also Das Tolle ist bei unserer Arbeit, die wir machen, ist, wenn eine Mutter oder ein Vater uns erreicht und uns anruft und uns bittet um sozusagen Informationen oder gute Vorbereitung für zum Beispiel einen Elternabend, dass es schon mehrmals passiert ist, dass wirklich Vereine dann nicht an die Schule gekommen sind, dass es die Lehrer selber gemacht haben mit einem normalen Aufklärungsunterricht. Und das ist natürlich toll, weil da sind eine ganze Klasse, sozusagen eine ganze Schulklasse ist damit gerettet worden. Ja, das ist schon für uns ist das immer ein großer Erfolg, auch wenn es ja eine Klasse ist. Es geht um jede Kinderseele natürlich. Ja. Ja, das ist, aber es ist rau. Ein geschädigtes Kind ist eines zu viel. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und desto mehr da Menschen aufklären, Initiative zeigen und möglicherweise einen Weg vorgegeben bekommen, ob es jetzt anhand von Materialien ist oder an der Nicht-Empfehlung von Workshops. Ich glaube, das ist auch eine ganz wertvolle Geschichte, eine andere Herangehensweise mal an das Thema zu haben, nämlich aus dem Fach zu sein, genau zu wissen, von was man spricht und dann anhand seiner Erfahrungen dann den Beitrag zu leisten. Das ist, glaube ich, eine wunderbare Geschichte und ich glaube, so können wir das machen, inklusive mit der Thematik, dass man, so wie es der Christian jetzt gerade gesagt hat, diese globalen Themen beleuchten dürfen und auch sollen. Und wir haben ja heute einen vierten Diskutanten mit am Podium gehabt, Dr. Roman Braun, der, glaube ich, da ganz, ganz viel Einblick hat, der leider viel schwerer erkrankt ist als du, Christian, der mit Fieber zu Hause liegt und deswegen heute nicht bei uns ist.
Er wird uns zu dem Thema aus seiner Sicht noch ein Online-Interview geben, damit wir da eine runde Geschichte dann draus haben, weil ich glaube, das in Kombination mit dem, weil wir haben ja heute, abgesehen von dem Thema Sexualaufklärung, ganz, ganz viele andere Thematiken gestriffen, weil es halt einfach so ein übergreifendes Thema ist, so wie halt generell die Kinderrechte eine übergreifende Materie sind. Und entsprechend der Zeit geschuldet dafür, aber sonst noch einmal das Publikum auch gern einladen. Es wäre hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es wäre hier die Möglichkeit, da das Wort zu ergreifen oder möglicherweise auch von Erfahrungen zu berichten. Wie sehen Sie das? Was ist passiert? Was ist im Umkreis passiert? Was darf sie ändern? Was können wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass es verändert? Also da haben wir ein nettes Mikrofon, das gern rumgeht. Wer möchte den Vortritt? Ich glaube, die Chance darf man ruhig nutzen. Also hallo, ich bin der Michael, komme vom Hausruck und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir noch wichtig geworden sind. Vielleicht auch für euch, weil eben das Wort Verschwörungstheorie gekommen ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn wir mit dem konfrontiert werden, dass wir leider erklären, das ist einfach ein ausgelutschtes Wort, das hat eigentlich eh nichts mehr mit uns zu tun. Wenn die Leute uns so kommen wollen, können wir sagen, wir sind die, die eigentlich den zweiten Blick machen. Wir sind nicht die, die es einfach machen, mit einfachen Antworten, sondern wir machen den anderen Weg, wir schauen genauer und kommen dann zu den exakteren Ergebnissen. Und was eben der Herr Schubert auch gesagt hat, wegen Familie, Vorbild und so weiter, wir haben eben das Glück, dass meine Frau und ich zusammen 10 Kinder haben, zwischen 13 und 28, und haben einfach auch das erlebt, was die Frucht einfach dann auch ist, dass man eben Vorbild ist, dass man Werte vermittelt, die was eben, sage ich mal, letztlich in Gott gegründet sind. Also diese geistige Dimension, in der wir einfach leben. Wenn jemand sagt, er weiß, ob euer Weg richtig ist, ich sage, wir haben es selber erlebt, wir haben nicht kluge Bücher gelesen und haben gesagt, wie es sein soll, sondern wir haben es selber erlebt als ein Riesengeschenk, dass wir eben so eine Familie sein dürfen. Und ich sage, die Praxis beweist einfach, dass die Kinder was geworden sind, dass wir ihnen Dinge mitgegeben haben, dass sie normal sind, dass sie fröhlich sind, dass einfach das Leben so gelaufen ist, wie wir es eigentlich beim nächsten Mal wieder machen würden. Und eben auch das Thema Verbote oder Konsequenzen. Natürlich, mit so vielen Kindern ist man konsequent her, weil sonst geht man ja unter als Eltern. Mhm. Aber den Kindern auch eine Alternative zu bieten, zu zeigen, schau, wenn wir nicht im Materialismus hängen wollen, dann wollen wir dir was Besseres bieten, aus dem du dauerhaft leben kannst. Und wenn die Kinder natürlich spüren, dass man recht hat, dass sie das selber erfahren, dann hat man eigentlich gewonnen, wenn sie es selber am eigenen Leib erfahren, dass wir sie nicht irgendwie hindressieren auf irgendetwas, was scheinbar nur uns wichtig ist. Und wir sind auch dankbar, dass wir auch impffrei zu 12 durchgekommen sind in der Familie, aber eine Polizistin dabei oder eine Zahntechnikerin, verschiedenste Gruppierungen und dieses Dranbleiben bis zum Ende. Auch der MFG sei dafür ein Dank ausgesprochen für ihren Einsatz, dafür muss ich sagen. Sind wir dankbar dafür. Und ein Punkt noch, eben auch, was kann der Hintergrund sein, auch wenn man WHO liest und so weiter. Letztlich kann sowieso von den Herrschenden nur die Absicht dahinter stecken, immer ein leicht zu führendes, schwaches Volk zu haben. Und weil wir eben als Menschen geistiger Natur sind, darum muss man eben genau dieses Grundlebensprinzip, wo wir herkommen, geschwächt werden, indem wir eben, wie der Herr Schubert gesagt hat, in den Materialismus gestoßen werden, weil wir dann praktisch unseres Fundaments beraubt sind, leicht zu führen sind, schwach werden und einfach beliebig gelenkt werden können. Und wenn wir uns eben auf diese geistliche Welt oder auf Gott letztlich zurück besinnen können, dann wird es denen sehr schwierig da oben, weil wir aus einer anderen Kraft leben, die was letztlich über der Materie steht. Danke. Bravo. Danke für den wertvollen Beitrag und ich habe gerade die Szene vor mir gesehen, Zähne von denen hier da. dann war ich halt nicht da. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen? Dr. Josef Kasshofer am Stetten. Ich habe meine Goldene im Februar nächsten Jahres. Erwartet das 12. Enkelkind und leide sehr darunter,
dass uns die Heilige Römisch-Katholische Kirche derart in den Rücken gefallen ist, in jeder Hinsicht. Mhm, und ich möchte bitten, dass wir alle beitragen, die Kirche von der Basis her zu reformieren. Bitte gehen wir es an. Genau. Genau. Den Themenkomplex haben wir heute noch gar nicht gehabt, weil es gibt ja da wirklich eine Wertehaltung, die jede Familie in sich trägt und die wird ja momentan genau mit diesen Maßnahmen mit Füßen getreten. Ja, man hat ja am Werteverlust gearbeitet. Genau. Es ist und ja die Kirche hat mitgemacht. Mhm. Ja. Ich glaube, da haben wir ich glaube, da kann ich mich anschließen. Also wir sind selbst in der Ursachenforschung tätig über die Komplexität Mensch und unser Leitsatz ist jener, weil der Herr Professor oder der Herr Doktor die Frage gestellt hat, was ist der Sinn unseres Seins von der Mutter und von uns allen auf dieser Erde? Und unser Leitsatz in uns und unsere Philosophie ist ganz einfach erklärt. Das heißt Mensch werden, Mensch sein und Mensch bleiben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir wieder empathische und spirituelle Wesen werden. Und die, ich glaube einfach, egal in welcher Terminologie wir diskutieren werden, noch auch in der Zukunft, ist eines ganz wichtig, dass wir wieder Empathie bekommen. Nämlich nicht nur die Empathie, wenn es um das Eigenwohl geht, sondern um die Empathie auch für den anderen. Und ich glaube, das Wort Liebe, Liebe in der Familie ist heute auch gefallen. Und da würden wir, glaube ich, eins draufsetzen und sagen, es ist nicht das Wort Liebe, wo man sich hinentwickeln soll, sondern wirklich bedingungslose Fürsorge. Fürsorge für alle. Mhm. Dankeschön. Ja, wunderbar. Gibt es sonst noch? Ah ja, da haben wir noch einen Beitrag. Dankeschön. Mein Name ist Günter Schulz, bin Steinmetz und gehöre zu der Generation, die, wo wir Kinder waren, ja nicht gesucht worden sind, weil uns, wir sind an niemanden abgegangen. Und was noch dazu kommt, ist ja die Entwicklung, muss man ja von Langen sehen. Es hat ja das auch gegeben in den 60er Jahren, Lauren Canyon, müsste man sich dann vielleicht anschauen. Dann das nächste ist die ganze Entwicklung. Wir haben ja profitiert durch den Sputnik-Effekt, Ost und West. Das ist heute vorbei. Wir haben eine Überproduktion. Und ja, dadurch sind die Dinge so, wie sie sind. Sie sind heute ausgefeilter, aber Sexualität an Kindern oder was, das hat es immer gegeben und das wird es auch weitergeben. Mhm. Ja. Und was ich noch sagen will, warum das Ganze scheitern wird, diese WHO und das Ganze ist, weil die Natur hat immer Vielfalt und Vielfalt ist unzerstörbar. Und ich komme ja selber aus Gerersdorf bei Wien, habe in Oberösterreich eine Firma gekauft und habe einen ganz tollen Satz da kennengelernt, das heißt, Zwing und Zü ist Norn Zü. Und damit ist alles gesagt. Mhm, das ist im Grunde nochmal die Vielfalt. Dankeschön. Ich habe den Satz nicht verstanden. Wie hieß der? Zwing und Zü ist Norn Zwang Zü ist Norn Ziel. Oder? Ja. Zu wenig und zu viel ist das nahe Ziel. Ziel. Zu wenig und zu viel ist das nahe Ziel. Alles klar. Ja, hallo. Ich muss jetzt einmal eine Lanze brechen, weil ihr habt zum Anfang eben gesagt, diese Bildungseinrichtungen, wie schirmt die Kinder doch hin? Ich arbeite in einer Bildungseinrichtung und es gibt dort solche Eltern, die was die natürlich auch brauchen. Ja? Und wir geben dort unser Bestes, die Kinder so zu unterstützen, damit sie einfach einen Weg gehen können. Natürlich gibt es andere auch, braucht man gar nicht drüber reden. Was mir einfach auffällt, ist, dass die Eltern ihre elterliche Verantwortung nicht mehr übernehmen, ja? Sondern sie bringen die Kinder zu uns und wir sollen das erledigen, was ihre Aufgabe wäre. Und natürlich haben wir ganz viele Kinder, die was Probleme haben und auch dann auch auffällig sind. Und ich konnte da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich arbeite jetzt gerade in einem Hort, ich war vorher in einem Kindergarten, ich habe beides gesehen.
Und es ist ganz schwierig. Was mir heute ein bisschen angegangen ist, ist, es fängt ja die Frühsexualisierung ja im Kindergarten an. In Wien gibt es schon diese Befummelungsräume und da gibt es ja ständig schon Vorfälle. Ja. Und das sind einfach Dinge, die was man im Außen nicht hört. Und die Eltern wissen das nicht. Und wenn du dann mit wem redest, dann heißt, das ist alles ein Blödsinn, das gibt es bei uns gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Meine Freundin holt sich ein Buch in Neuhofen aus der Bibliothek, eben Familien, welche Variationen das gibt. Und ganz hinten ist eine Seite, wo drinnen steht, bei uns kriegt der Papa das Baby. Also das sind Dinge, wo man aufklären sollte. Und die Kinder werden einfach so verunsichert und die wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja? Und ja, ich war in der Krabbelstube und natürlich gibt es Eltern, die was die Kinder bringen, weil sie einen Freiraum holen, weil es ist ja Work-Life-Balance, ist ja das neue Motto und daraus hin funktioniert ja das Ganze. Aber es gibt da Eltern, die brauchen es wirklich und die sind so dankbar, dass wir da sind und ihnen Unterstützung geben, damit sie ihr Leben meistern können. Ja. Das wollte ich jetzt einfach einmal nur gesagt haben, weil das ist mir angegangen. Danke. Dankeschön. Mein Name ist Ingrid Grillenberger, ich bin Pädagogin und ich heiße Ingrid Grillenberger, mein Name und bin Pädagogin und unterstütze Kinder, die verhaltensauffällig sind an Schulen. Und meine Frage wäre jetzt an Sie, vielleicht haben Sie eine Idee, wie begleite ich diese Kinder, die zu mir kommen mit 7, 8 Jahren und sagen, Frau Lehrer, bitte hilf mir, dass ich diese Bilder aus meinem Kopf bringe, weil sie zu früh Pornos gesehen haben. Ob da vielleicht von Ihnen jemand eine Idee hat. Christian, darf ich die Frage an dich weiterleiten? Die Dame gibt den Input. Wie kann man Kinder begleiten, die dann wirklich im frühen Kindesalter Kontakt mit Pornografie hatten und jetzt darunter leiden und mit den Aussagen, wie bekomme ich diese Bilder jetzt wieder aus meinem Kopf? Wie begleitet man als Pädagoge, wenn man von solchen, von solchen Dingen erfährt? Was ist da ein guter Rat? Jetzt hätte ich es gern stumm schalten lassen. Das denke ich. Weil es ist echt natürlich, ich bin Ganzheitsmediziner und Psychologe, bin auch Psychotherapeut, arbeite mehr mit Erwachsenen. Das ist ein extrem schweres Thema. Also da würde ich auf jeden Fall an allererster Stelle jemanden konsultieren, der wirklich kinderpsychotherapeutisch Expertise hat, Erfahrung hat. Da geht es auch in Richtung, durchaus auch in Richtung Missbrauch natürlich, weil das ist jetzt kein Missbrauch, der da geschehen ist in Richtung, ein Mensch hat Missbrauch mit dem anderen gemacht, sondern das System macht Missbrauch. Ja? Und das Kind ist in eine missbräuchliche Situation geraten und hat offensichtlich Bilder gesehen, die es nicht mehr rauskriegt. Aber das sind durchaus therapeutische Notwendigkeiten, die da stattfinden müssen. Also ich höre das so, also das ist wie Trauma. Also auch Trauma ist charakterisiert, eine Traumatisierung durch immer wiederkehrende Bilder, durch Gedanken, die einschießen in Richtung des Ereignisses, was passiert ist, was einem so Angst gemacht hat, durch Albträume, Schlafstörungen und durchaus auch körperliche Symptome. Also wenn ich sowas höre, dann würde ich mich auf jeden Fall an einen Profi wenden, Kinderpsychotherapie. Die können da mit Sicherheit bessere Auskunft geben, was man dann ganz speziell in dem Moment dann tut mit dem Kind. Ist auch hochindividuell, kommt auch noch dazu. Also so ein für alle geltendes Mittel, ich würde sagen, der Tipp ist, an einen Profi zu gehen und da das Kind durchaus auch einmal ja, die Möglichkeit zu geben. Und dann aber vielleicht würde mir auch noch einfallen, so ein Kind kommt ja nicht von ungefähr in solche Situationen. Also ich würde immer auch den Kontext anschauen und schauen sozusagen, was ist denn mit dem Kind passiert? Von wo kommt es eigentlich her? Oft einmal habe ich sehr den Eindruck, das Kind ist der Symptomträger einer Familie. Genau. Und wenn ein Kind gewisse Worte nennt oder über gewisse Dinge redet, die nicht kindgerecht sind oder auch in Sexualisierung und pornografische Sachen abgleitet oder solche Erfahrungen gemacht hat,
dann ist es durchaus auch ein Hinweis, dass es vielleicht in der Familie stattfindet. Mhm. Also dass dort Pornografie konsumiert wird, das Kind das sieht und Hilfe sucht bei der Lehrerin. Also es ist für meine Begriffe auf jeden Fall einmal auch das in die Rechnung mit hineinzuziehen, dass das möglicherweise einen weiteren Rahmen hat, das Ganze. Und nicht nur das Kind zum Therapeuten muss, sondern dass man sich durchaus so die Frage stellen muss, was ist denn da eigentlich los in der Kernfamilie, wenn ein Kind über solche Themen berichtet. Das tut es ja nicht einfach nur so. Genau, jetzt gibt es noch einen kleinen Nachtrag, genau, weil es ein spezieller Fall ist. Das passiert häufig an Bushaltestellen. Die Größeren zeigen diese Szenen den kleineren Kindern, die dann da wirklich überfordert sind damit. Also definitiv zurückzuführen auf diese Smartphone-Thematik, die wir gerade schon hatten. Das Kind hat den Kontakt dann über ein größeres Kind bekommen und dann sehen wir genau diese Auswirkungen, wann das, die Digitalisierung nicht kindgerecht erfolgt. Also am Ende des Tages, so wie es du schon gesagt hast, die Unterbindung wird nicht funktionieren. Möglicherweise braucht es da wirklich Verbote, teilweise schon Verbote oder was mir dann auch als Mutter oder jetzt auch in meiner Funktion als Politikerin auffällt, gibt es in dieser Politik, in dieser Gesellschaft wahrhaftig einen Drang dazu, diese Dinge zu unterbinden, weil wir kennen andere Systeme wie den Digital Service Act, wo wir es schaffen, scheinbare Fake News aus dem Internet zu löschen, aber wir schaffen es scheinbar nicht. Also unsere Kinder, das Wertvollste der Gesellschaft, von diesen Inhalten fernzuhalten. Mhm. Also da stelle ich mir als Mutter, als Gesellschaftsteil da schon die Frage, gibt es von dieser Politik tatsächlich das Ansinnen, das auch wirklich durchzuziehen? Also das darf jetzt so in den Raum stellen. Was steht da dahinter? Weil wenn es so einfach ist, an diese Inhalte zu kommen und sie die so quer durch unsere Gesellschaft verteilen und unsere Kinder so nachhaltig schädigen und es ist offensichtlich, dass die nachhaltig geschädigt sind, dann läuft da ganz, ganz viel falsch. Meiner Meinung nach ist es nicht gewollt, weil wir haben ja das umzusetzen, was uns die WHO vorschreibt und derzeit ist die Politik nicht in der Lage, sich dagegen aufzustehen und zu sagen, nein. Warum können wir in Österreich nicht sagen, nein, wir wollen das nicht? Mhm. Die Thematik haben wir in einigen Bereichen, ja. Genau, möglicherweise ist es halt dann mit einer kompletten Reformation dieser Gesellschaft verbunden, was dann ganz viel Arbeit ist und das geht sich dann, also ich darf sagen, ganz in einer genau, Legislaturperiode ja. nicht aus. Genau. Und viel genau. weit denkt man dann oft einmal nicht. Jetzt schaue ich nochmal ins Publikum, da haben wir noch eine Frage, Dankeschön. Also ich wollte noch bei deiner Frage eine Antwort geben, was ich mit meinen Kindern praktiziere, wenn sie Bilder haben, jetzt nicht in dieser Situation, aber andere Sachen, die sie quälen. Wir beten halt, gell? Und es gibt auch einen Vers, ich meine, ich möchte es in die Mitte legen, gell? Es gibt auch einen Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen oder das, was uns belastet, ist er treu und gerecht und vergibt und uns reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also es ist schon auch diese Kraft Gottes da, das Blut Jesu, das uns reinigt von diesen Bildern und wenn es nicht gleich weggeht, immer wieder dranbleiben und unter das Blut Jesu stellen. Wir haben diese Möglichkeit auch. Also für sich in der Familie eine Möglichkeit zu finden, das auch mit Resilienz und Reflexion dem zu entgegnen. Ich glaube, das kann man auf ganz viele Themen umlegen. Genau, bitte, Elisabeth. Das, was ich finde, ist einfach dem Raum zu geben, zuhören und das Kind erzählen lassen und zu sagen, wo spürst du das, wie fühlt sich das für dich an, einfach diesen Raum haben und die offenen Ohren. Mhm. Ich glaube, auch ganz ein wichtiger Aspekt. Was, glaube ich, heutzutage in der Gesellschaft sowieso zu wenig passiert, den Kindern Gehör zu schenken, haben wir gerade gehört. In der Hektik des Alltages funktioniert das oft nicht so gut. So, da sehe ich da noch eine Frage, einen Input. Ich glaube, das war ein vollgefüllter Abend. Ich darf noch einmal auf der Linie Material zurückkommen. Ich werde mir das nämlich heute selber mitnehmen. Meine Kinder sind im besten Alter, dass ich es zumindest zur Hand habe. Die Fragen kommen, die kommen immer wieder. Die kommen ab 6 Jahren, die kommen mit einem Elternkind. Und das ist genauso, wie du sagst, der Schulhof, die Schule öffnet da das Tor in diese weitere Gesellschaft. Und dann, glaube ich, ist gut, wenn man gerüstet ist, wenn man das dann auch spürt zur richtigen Zeit. Jetzt ist es soweit und dann kann man das Thema nämlich auch
ganz entspannt und lieb und gut angehe. Mhm. Und darum werden wir das heute auch mitnehmen. Für all jene, die es noch nicht gesehen haben, das Material ist da draußen käuflich erwerbbar. Sportmuseum Sporto, ihr macht es alles ehrenamtlich. Wird von einem ganz kleinen Verlag da in Oberösterreich produziert und mittlerweile ja bis nach Deutschland versendet, weil es den Bedarf gibt. Ja. Und wir sind noch da, die Diskutanten, für Fragen stellen wir noch zur Verfügung. Mhm. Ich darf mich recht herzlich für die echt dynamische, tolle Runde bedanken. Elisabeth, danke für deine Spontanität, ich habe das sehr geschätzt. Ich habe leider die letzten Sexologinnen, die ich kennenlernen durfte, die waren leider ganz anderer Meinung. Das hat sich für mich nicht gut angespürt. Danke, dass es die gibt. Danke, dass du deine Arbeit in der Art und Weise ausführst. Danke, Christian, für deinen Einsatz für die Kinder in allen Richtungen. Danke, dass du das trotz Krankheit heute geschafft hast, zumindest online dabei zu sein. Und danke, Margret, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst, in der Öffentlichkeit alles sagst, was dann, wonach dir ist. Ich glaube, der Zuspruch ist deiner. Das kann man so machen. Mutige Leute, glaube ich, braucht diese Zeit mehr denn je. Und Leni, dein Durchhaltevermögen in dieser prekären Thematik, die darf man hochhalten. Und danke, dass es so Leute gibt wie die, die Gesellschaft mit dem verbessern, mit der Hartnäckigkeit, mit dem Durchhaltevermögen und trotzdem mit einer positiven Stimmung. Und ich glaube, so darf man den heutigen Abend beschließen. Und die Informationen nicht nur im Negativen hinausgeben. Wir haben da zwar von der MFG ein schwarzes Flugblatt entworfen, das sind heute alle unsere Forderungen und da war die Themen. Wir werden das auch weiter auf unseren Kanälen verbreiten. Für all jene, die es interessiert, natürlich den Newsletter abonnieren. Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wenn es da Themen gibt, wir werden nämlich auch die Inhalte von der Leni und die Homepage, die mit dem nächsten Newsletter ausschicken, wo es dann die Materialien gibt. Ich darf mich recht herzlich auch für die wertvollen Beiträge aus dem Publikum bedanken, auch für die wertvollen pädagogischen Beiträge. So wie es Sexologinnen gibt, die so denken wie wir, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Pädagogen, die sich massiv für die Kinderrechte und für die Elternrechte einsetzen. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam, alle gemeinsam in eine neue Zukunft und in eine bessere Gesellschaft gehen. Da darf ich mich jetzt herzlich bedanken und den Abend beschließen. Ah, der Christian möchte noch was? Eine Information noch loswerden, und zwar wurde ich gebeten, die ESSP, das ist die entwicklungssensible Sexualpädagogik, kann man googeln. Eine andere Dagmar hat mich darauf hingewiesen, dass ich da bitte Werbung dafür machen soll. Diese Informationsquelle ist sehr, sehr wichtig für genau das, was wir hier besprochen haben. Da kennt sich jemand sehr, sehr gut aus. Schöne Grüße. Super. Also, entwicklungssensible Sexualpädagogik, ESSP. Super. Studiengang. Wunderbar, ich danke dir. Heiligen Alles Gott. Gute. Herzlichen Servus. Dank. Baba.